Willkommen, Freunde, zu The Night That Speaks. Oh, die Musik war weg. Ich wollte ja gerade ein richtig gruseliges Intro machen. Dankeschön, Spiel, dass du das nicht zulässt. Wie ihr vielleicht schon am Thumbnail erkennen könnt, spielt dieser Kollege hier, der ziemlich viele Leute wütend macht und ein böser, schmutziger Finger ist, eine große Rolle in diesem Spiel. Das habe ich schon gesehen und das Spiel wurde in 4 Tagen gemacht. Ich bin sehr gespannt, was man in 4 Tagen so machen kann. Wahrscheinlich dachte er sich, scheiße, dieses Spiel ist so scheiße nach 4 Tagen. Da packe ich jetzt einfach einen Mittelfinger rein, der als Hauptfunktion dient. Hey. Ha? Was hast du eigentlich in 4 Tagen geschafft? Wieso filmst du das? Was hast du da gefragt? Was hast du eigentlich in 4 Tagen geschafft? Welchen Tag haben wir heute überhaupt? Den 21. oder so. Ich lieg seit 5 Tagen hier. Z? Achso, ich muss echt Z drücken. Oh, 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 okay, okay. Oh mein, okay. Okay, das sieht interessant aus. Oh, scheiße, da spielt man mit den Pfeiltasten. Oh, das ist die Mittelfinger-Power! Hier, fress sie alle! Nehmt ihn! Was mache ich eigentlich mit dem? Okay, ich gehe jetzt einfach mal geradeaus in diesen Pixelbrei. Das ist... das ist ein Friedhof. Okay. Ach stimmt, ich habe mir die Story kurz durchgelesen und da stand irgendwie was von, hey, du hast keine Ahnung, wie du auf dem Friedhof gelandet bist. Das war die Story übrigens. Na, das ist ja eine richtig aufregende Story. Und was soll ich tun? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, oder was? Und ich halte meinen Finger schon mal auf den Mittelfingerknopf, falls ich da... Oh nein, die Tür hat sich geschlossen, glaube ich, weiß ich nicht. Ich erkenne nur irgendwie so einen Pixelbrei. Was zum Teufel ist das? Gehe ich gerade runter? Oh, was denn? Was denn? Hör auf, Musik, du machst mir große Angst, Mann. She was perfect in every way. Sie war perfekt in allen Wegen. Sie war intelligent, sie war hübsch und war wohl von jedem geliebt. She wanted to live for, sie wollte für immer leben. Boah, ist die eingebildet, ey. Es wurde gesagt, a strong sense of will can solve any problem in front of you. Ein starker Wille kann irgendwie alle Probleme lösen. Hold Z to exit you. Der Mittelfinger, der alle Probleme löst, das will das Spiel uns sagen. Egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, wenn du zum Beispiel in einem Interview für einen Job bist und du denkst dir, scheiße, irgendwie läuft's nicht gut, dann... Zeig ihn einfach den Mittelfinger und such dir einen anderen Job. Wahrscheinlich, ja. Was ist das hier? Kann ich damit interagieren? Nope, ich kann hier nur den Mittelfinger. Was ist das? Ist das ein... Ah, scheiße, Mann! Holy fuck! Okay, wow, das hat mich erschrocken. Mich haben... Ich werde langsam zu einem Weichei wieder, ne? Irgendwie bin ich jetzt viel leichter zu erschrecken. Kann ich mit der Kiste was machen? Nein. Vielleicht hätte ich auch den Mittelfinger diesem Teil zeigen können. Okay, jetzt habe ich Angst. She always knew what to do. Sie wusste immer, was zu tun ist. Sie wollte nicht auf jemanden hören. Aber die Dunkelheit sprach. Du musst zuhören. Iconics hören. Oh Gott. Was ist mit dem hier? Ist das ein Jumpscare? Nope. Interessiert auch nicht mein Mittelfinger. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Zieh mal kurz den Schnatter hoch, denn wenn ich mich gleich erschrecke, dann kann es sein, dass der Schnatter gleich direkt auf die Facecam schmettert. Vor lauter Angst. Okay, das ist eine riesengroße Vase. Zum Glück sind wir nicht Link. Man steht ja mal immer da, Vasen kaputt macht. Oh Gott. Mittelfinger! Na, was ist das? Mittelfinger! Oh mein Gott! Nein! Wozu habe ich denn diesen scheiß Mittelfinger? Yo. Oh, nein! Scheiße, das Ding hat mich erwischt und ich muss das Ganze nochmal machen. Oh, nö. Verdammt doch mal. Warte mal, hier taucht doch gleich irgendwo die Maske auf, oder? Oder wo sind wir hier? Warte mal, ich kann mich an dieses Gebiet gar nicht erinnern. Ach nee, doch. Ah, ich dachte, auf der Rückseite gibt es noch was zu suchen, aber es gibt nur anscheinend diesen Weg, okay. So, jetzt gehen wir mal hier so lang und... Und der Typ kommt jetzt gleich. Aber wir rennen schnell nach links. Na, ob das eine gute Idee war? Verdammt nochmal. Oh, oh, da ist doch wieder was. Ah, hier. Ach nee, ist ein Tisch. Ist das eine AK? Nimm die AK, verdammt nochmal. Das sieht aus wie eine Waffe. She knew there was a way out. Sie wusste, dass es dort einen Weg raus gibt. She learned to listen for the chains and for the growls of the deep. Okay, ich höre auch diese komischen Geräusche, aber... Irgendwie sagt mir das nicht wirklich was. Es sagt mir nur, verdammt, du Idiot, wieso spielst du dieses Spiel und bist überhaupt hier reingekommen? Oh nein, das ist das Kettenrascheln, wovon sie geredet hat. Was ist das da? Nur eine Lampe. War das richtig oder war das falsch?
Requires key? Oh nee! Scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Mittelfinger. Steck den Mittelfinger da rein. Ist das eigentlich sexuelle Belästigung? Okay, scheiße, ich höre den Typen hinter mir. Beweg dich. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Müssen uns aber... Oh, ist das ein... Nein, ich dachte, das ist ein Podest für einen Schlüssel oder sowas. Tische mit Schlüssel. Tische mit Schlüssel? Nope. Zeigen wir erstmal dem PC den Mittelfinger und ja, hier. Das ist das, was ich von euch halte. She is dead, but she doesn't know it. What the fuck? Oh nee! Kettenscheiße! Oh, ich hab da gerade versucht, irgendetwas zu entdecken! Oh, du Idiot. Hättest du anstatt dieses Spiel zu spielen vielleicht, keine Ahnung, deine Nasenhaare entfernt? Ich glaube, das würde viel mehr Spaß machen. Das kommt gut auf YouTube an, meinst du? Das kommt super. Okay. Los, komm. Das ist ein langes. Alles klar, ich bin jetzt weiter im Spiel ein bisschen. Also, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden, aber ich bin mal einen anderen Weg gegangen und hier hört eine Frau weinen. Und das Kettengeraschel ist auch noch ganz in der Nähe. Und außerdem gibt es hier anscheinend noch mehr Monster. Oh, guck mal hier. Hatten wir das? She was perfect in every way. She was arrogant, vain and she would live... Hä? Das ist jetzt aber was anderes, ne? Das andere war schmeichelhaft und das jetzt nicht. Oh, die Ketten kommen. Lauf. Nach rechts würde ich sagen. Boah, ich habe keinen blassen Schimmer, wohin. Okay, das ist eine Sackgasse. Okay, das sieht interessant aus hier. Was ist das hier? Ist das ein Kunstwerk? Weißt du, was ich davon halte? Nein, scheiße, verdammt nochmal. Ah, da hat er mich wieder erwischt. Ah. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, verdammt. Ach du Scheiße, dieses knurrende Teil ist ziemlich schnell unterwegs. Das gibt es doch nicht. Was ist das? Oh. Mittelfinger Power! Okay. Alles gleich, was noch immer nicht, was dieser scheiß Mittelfinger eigentlich genau bewirkt. Oh nein, ich glaube, wir sind tot. Oh mein Gott. Wo ist dieser Schlüssel? Ich finde diesen Schlüssel nicht. Ich bin hier schon so lange unterwegs. Ich kann nicht nach unten gucken. Es gibt keinen nach unten Knopf. Nach unten Guckknopf. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Hier, das halte ich von euch. Oh, wenn ich das Spiel jetzt nicht finde, verdammt nochmal. Ich hab heute nur zwei bis drei Stunden geschlafen, weil ich meinen Schlafrhythmus wieder in Ordnung bringen wollte. Und meine Augen sind gerade am implodieren oder am explodieren. Ich weiß noch nicht, was gleich passiert. Weil die Grafik wirklich wunderschön aussieht. Hm, das ist das perfekte Spiel. Habe ich ein super Spiel gefunden für meine momentane Situation. Ey, scheiße. Verdammt nochmal. War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier war... Doch, hier war ich. Hier war ich. Hier bin ich schon mal gestorben. Oh mein Gott. Kacke, wieso ist das Ding plötzlich so schnell unterwegs? Hör auf damit. Das gefällt mir gar nicht. Nope, da ist Kettenrascheln. Da gehe ich jetzt nicht links lang. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Scheißschlüssel ist. Ich war schon gefühlt in jedem verdammten Raum. Ich habe keine Ahnung, was ich übersehen habe. Oh Gott, das knurrt immer mehr. Der ist verdammt hungrig. Der hat auch keine Geduld mehr. Der denkt sich, jetzt finde diesen verdammten Schlüssel, denn ich will auch jetzt schlafen gehen. Verdammt nochmal. Alter, vielleicht muss ich auch den Mittelfinger... Ich bin schon wieder hier. Wie zum Teufel schaffe ich es immer, diesen verdammten Weg zu finden? Zu dieser Scheißzelle, wo es kaum Auswege gibt. Mittelfinger-Power? Nein! Ach, verdammt, Leute. Ich sitze jetzt an diesem Spielchen, das eigentlich nur so 10 Minuten gehen soll, sitze ich jetzt hier schon fast 40 Minuten und ich komme nicht weiter und meine Augen tun weh. Und damit ist auch das Video vorbei. Es war ein etwas kürzeres Video, aber ich habe versucht, ziemlich viele Gags einzubauen, es ganz interessant zu schneiden für euch. Das war nicht gelogen. Ich habe heute nur 2-3 Stunden geschlafen. Ich wollte die Nacht durchmachen, weil ich meinen Schlafrhythmus komplett verhauen habe. Schuld ist Overwatch und Resident Evil 7, diese scheiß Demo. Und ja, ich bin auch nur ein dummer Mensch. Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich plötzlich keinen Bock habe oder sowas oder keine Ahnung, jetzt tatsächlich als Kindergärtner irgendwo arbeite oder sowas. Nein, ich bin noch da, ich werde jetzt auch weitermachen. Ich werde auch, obwohl ich heute nur 2 oder 3 Stunden geschlafen habe, gleich noch Isaac habe ich aufgenommen und gleich werde ich noch streamen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder, hoffentlich ausgeschlafen, hoffentlich mit einem super Rhythmus und bis zum nächsten Mal. Ich konnte es leider nicht durchspielen, mein Gehirn war einfach nur Matsch. Ich habe den Schlüssel gesucht, ich habe nichts gefunden. Gar nichts! Du.